Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gestern ziemlich viel einkaufen gewesen. Ich war in der Drogerie und habe einen Drogerie-Haul eingekauft, den ich auch gleich im Anschluss drehen möchte. Aber ich habe auch Pinsel gekauft, denn Pinsel ist ein Thema. Wir brauchen Pinsel für unser Make-up und ich werde gefühlt unter jedem Video gefragt. Maxi, welche Pinsel benutzt du? Kannst du uns welche empfehlen? Kannst du dies? Kannst du das? Kann ich auch. Ich benutze im Alltag oder generell, wenn ich Pinsel benutze, fast nur noch Letizia Lehmack Pinsel oder / meine eigenen Pinsel, die vermutlich im nächsten Jahr rauskommen werden. Aber ich werde immer wieder nach Drogeriepinseln gefragt und abgesehen von Pinseln aus Limited Editions habe ich da gar nicht mehr so die Erfahrung mit drin. Früher, als ich mit dem Make-up angefangen habe, habe ich Drogeriepinsel benutzt, aber das ist mittlerweile fast 4 Jahre her und die Pinsel sind neu, die Pinselformulierungen, die Produzenten haben so ein bisschen die Arbeit geändert und damit auch die Qualität der Pinsel. Und deswegen habe ich heute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pinsel von der DM-Eigenmarke gekauft und die möchte ich heute mit euch testen. Ich bin gespannt, wie sie funktionieren. Wenn ihr wollt, mache ich das Ganze auch nochmal mit den Isana, heißt es glaube ich, von Rossmann, die Eigenmarke Pinsel. Dann kaufe ich da nochmal welche und dann kann ich da auch nochmal vergleichen. Aber heute wollte ich mich auf diese konzentrieren, denn ich war gestern im DM und habe den Haul angefangen und gehe gleich in den Rossmann und hole dort die Sachen. Da war gestern nämlich irgendwie Umbauarbeiten. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt einen wundervollen Tag gehabt. Es ist recht früh, ich sehe noch ein bisschen fertig aus, weil ich so weit weg bin. Aber wenn ich näher an die Kamera komme, dann sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Es ist 7.30 Uhr, wir starten jetzt mit dem Make-up. Und die Pinsel haben alle so ein bisschen zwischen, ich glaube, 1,49 bis 4,99 gekostet, was recht günstig ist. Und ich weiß, dass viele immer so ein bisschen gucken, wo kann man ein bisschen sparen. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass man mit besseren Pinseln bessere Ergebnisse erzielen kann. Ihr könnt wirklich eine 1,99 Foundation haben, aber wenn ihr die richtigen Tools habt und wisst, wie ihr damit arbeiten könnt, dann wird euer Make-up immer schön. Die Pinsel von Ebelin sind alle vegan aus Synthetika mit antibakterieller Wirksamkeit, was eine Laborprüfung wohl zeigt. Eine Abschwächung des Bakterienwachstums auf dem Pinselhaar und bestätigt die antibakterielle Wirksamkeit der Synthetikhaare. Verunreinigungen bzw. mit Kosmetikrückständen oder eine unsachgemäße Reinigung können die antibakterielle Wirksamkeit beeinflussen. Die Verpackung ist aus vorbildlicher Waldwirtschaft, Sichtfenster aus 100% Recyclingmaterial, also das ist dieser Plastikteil. Und die Pinsel sind wohl aus FSC-zertifiziertem Holz und der Karton ist recycelbar. Ich bin tatsächlich gespannt. Wir starten mit Foundation. Es gab keinen richtigen Foundation Brush. In meinem DM zumindest keinen richtigen Foundation Brush, aber ich habe hier den Multitasker Make-up Pinsel für ein leicht deckendes Ergebnis. Der sieht einmal so aus, ist so ein bisschen abgeflacht, fühlt sich recht weich an. Die Rückseite ist gummiert, was ich persönlich nicht ganz so gerne mag, weil das immer sehr anfällig ist, so für Rückstände und bei der Reinigung recht schwierig. Die Haare sehen gut aus. Ich habe natürlich jetzt in den letzten Monaten recht viel Erfahrung sammeln können mit meinen eigenen Pinseln. Die sind auch soweit fertig. Die Produktion dauert aber tatsächlich noch ein bisschen. Also haltet euch mal Anfang nächsten Jahres im ersten Quartal frei. Da gibt es dann Pinsel, alles made in Germany. So sehen die einmal aus. Designtechnisch gefällt mir das ganz gut. Er ist recht weich. Ich reinige meine Pinsel eigentlich immer erst, bevor ich sie einmal benutze, aus Hygienegründen. Aber guess what? Haben wir keine Zeit für. Ich benutze hier eine Foundation von L'Oreal. Das ist die Perfect Match Nude Foundation. Und dann schauen wir mal. Mittlerweile benutze ich tatsächlich immer zum Foundation-Einarbeiten den von Letizia. Das ist der T3 Brush. Und ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen was auf und arbeite mir das ein. Was ich persönlich nicht so ganz verstehe, ist die Beschreibung für ein leichtes Ergebnis, weil das liegt ja auch so ein bisschen am Produkt, bin ich der Meinung. Aber ich merke schon, was sie meinen. Also der nimmt recht gut Produkt auf und gibt es auch wieder ab. Das Schöne bei diesen Synthetikpinseln ist, sie lassen sich sehr, sehr gut reinigen, meiner Meinung nach. Und da kann man auch so ein bisschen aggressiver rangehen bei den günstigen Pinseln. Bei teureren, handgemachten Pinseln, die Pinsel sind meistens maschinell gefertigt und dann zusammengesteckt. Meistens kann das mittlerweile auch eine Maschine. Ich denke mal, dass das auch geklebt ist hier. Das ist natürlich alles, um die Pinsel so günstig wie möglich zu machen. Aber
Auftragetechnisch ist das schon mal ganz gut. Man hat natürlich mit diesem kleinen Pinsel sehr viel Kontrolle, aber es sieht ganz gut aus. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche eure liebsten Pinsel sind. Dann schaue ich mir das gerne mal an. Ich weiß, dass viele auch mittlerweile an den Punkt gekommen sind, dass man mit hochqualitativen Pinseln sehr schöne Ergebnisse erzielen kann. Das heißt natürlich nicht, dass das Pinselset 350 Euro kosten soll. Wird meins natürlich auch nicht, obwohl es in Deutschland hergestellt ist. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, finde ich. Vor allen Dingen, und das kann ich jetzt nicht bewerten, die Langlebigkeit der Pinsel. Ne? Also das ist ja jetzt ein First Impression, wie funktioniert es zum Auftragen. Aber ganz wichtig finde ich persönlich bei Pinseln, dass sie auch lange halten, ohne dass sie Fäden, also dass die Pinselhaare rauskommen. Das tut es jetzt nicht. Das ist meistens aber auch bei geklebten Pinseln erstmal nicht der Fall, aber sobald man sie dann gewaschen hat oder falsch gewaschen hat, merkt man dann den Unterschied zu teureren Pinseln. Wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen gerade. Ich nehme jetzt meinen. So geil. Ich habe eine Review gesehen von Jennys Highlights zu meinem Microfiber Multitool und da hatte jemand kommentiert: Jacko Mob. Und seitdem ist es bei mir immer der Jacko Mob. Liebe ich. Okay, also Pinsel hat mir jetzt erstmal gut gefallen. Wir machen weiter mit Concealer und da gab es auch einen Concealer Brush. Das ist dieser hier. Ich persönlich trage meinen Concealer nie mit einem Pinsel auf, aber der sieht so aus. Der ist im Prinzip genau derselbe, nur in klein, auch mit einer abgeschrägten Fläche und da kann man wohl sehr gut mit in die Ecken gehen. Ich nehme mir jetzt mal meinen Concealer und dann schauen wir mal. First Impression für Concealer. Also er nimmt das Produkt gut an, aber ich finde, bei diesen Concealer-Brushes ist es immer das Problem, dass sie recht hart sind. Und unterm Auge möchte ich es sehr, sehr weich ausgeblendet haben. Und ich habe mit dem Pinsel bei Concealer, ich persönlich, nicht die Möglichkeit, das so weich auszublenden. Also ihr seht, na, ich gebe mir das hier hin, aber ich kriege kein Seamless-Ergebnis. So, für so kleine Details wie hier ist das immer in Ordnung. Aber unter den Augen mag ich das nicht. Dafür ist er mir zu hart. Es ist aber auch so ein bisschen persönliche Präferenz natürlich, ne? Wie arbeite ich sonst? Bin ich das gewohnt, mit einem Pinsel zu arbeiten? Das ist mir natürlich bewusst. Aber das mag ich persönlich nicht. Deswegen gehe ich auch hier mit dem Jacko Mob einmal rüber. Und es sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Wie gesagt, also unter den Augen ist das Problem bei Concealer-Pinseln, wenn sie nicht ganz, ganz weich sind. Also meistens nehme ich Concealer-Pinsel, die wesentlich größer sind, um das so ein bisschen auszudiffusen. Dann wird die Kante zwischen Concealer und Foundation immer so ein bisschen weicher. Das funktioniert mit so kleinen halt nicht. Aber so für so kleine Highlights auf der Nase oder unter der Augenbraue kann ich mir das gut vorstellen und dafür funktioniert es auch. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Foundation Brush von eben in einen Konturton. Das mache ich immer. Ich nehme dann nur die Kante und dafür ist es dann wieder ganz gut. Und ich arbeite mir das hier ein. Also ich drehe mal das Licht kurz zur Seite. Also das macht er sehr gut. Für so Kontur ist der toll. Zum Foundation auftragen ist er mir vielleicht ein bisschen zu klein, aber das sieht sehr, sehr gut aus. Er verteilt das Produkt sehr gut, sehr ebenmäßig. Okay. Ja, dafür mag ich ihn gerne. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum meine Haare so aussehen, ich gehe literally in 45 Minuten zum Friseur. Und damit kann man natürlich auch dann hier so ein bisschen konturieren. Dafür ist er gut. Also gefällt mir besser, als die Foundation damit aufzutragen. Unter meinen Augen gehe ich jetzt nochmal ganz leicht hier lang, um die Creases rauszumachen. Und das ist halt immer das Problem bei Pinseln für unter die Augen. Ich kann das nicht bei meinen Augenringen und bei meinen Fältchen unter dem Auge so ebenmäßig ausblenden. Ich setze einmal ganz kurz mit dem Jacko Mob. Übrigens, ich weiß noch nicht, wann das Video online kommt, aber es geht bald los. Ich habe schon die Planungen von den Retailern erhalten. Sie sind auch mittlerweile schon verschickt. Es dauert natürlich noch, bis das ein bisschen eingepflegt ist. So, einmal gebaked und dann nehme ich den Rest und gehe mit dem Puderpinsel. Wisst ihr, wie viel Müll ich jetzt hier habe? Gehe ich mit dem Puderpinsel. Oh, der fühlt sich sehr, sehr weich an. Hat so eine leichte Spitze hier oben. Das heißt, damit kann man sehr gut in die Ecken gehen. Ich nehme mir noch ein bisschen Produkt auf, aber was ich daran nicht mag, persönlich, kann ich gleich sagen, die Puderpinsel, die ich benutze, sind ein bisschen fester gebunden. Der hat nicht so viele Haare. Das heißt, er verteilt das Produkt auch nicht so, wie heißt es auf Deutsch? Dense. Deckend?
intensiv, sondern er ist zum Bacon wegmachen, ist ja perfekt, aber ich persönlich mag es lieber, wenn die so ein bisschen fester sind, dass ich das Produkt besser in die Haut einarbeiten kann. Ich rede mir ein, dass sich dadurch ein etwas deckenderes und ebenmäßigeres Ergebnis habe, als wenn ich mit so einem kleinen Pinsel das Puder zumindest hätte. Zum Bronzen ist das wieder was anderes. Da habe ich aber hier diesen großen XXL-Brush, den ich mir sehr gut zum Bronzen vorstellen kann. Aber auch hier, ne? Ihr seht, es funktioniert. Also das ist natürlich jetzt nur Meckern auf super, super hohem Niveau. Ich probiere halt so viele Punkte, es geht irgendwie in die Review einfließen zu lassen, dass ihr euch so ein bisschen ein eigenes Bild machen könnt, wie ich zu den Pinseln stehe. Okay, ja, ist okay gewesen. Wie gesagt, ein paar mehr Haare. Wenn ich den zusammendrücke, dann ist der ganz, ganz klein. Und hier ist zum Beispiel einer von BH Cosmetics. Wenn ich den zusammendrücke, ist der viel, 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 viel größer und hat eine andere Fläche. Also das ist immer so schwierig in der Kamera. Der ist so ein bisschen spitz und auch nicht gleichmäßig geschnitten. Und der ist etwas runder und gleitet dadurch ein bisschen besser übers Gesicht. Das heißt, ich habe eine größere Fläche, wo ich das Produkt auf mein Gesicht geben kann, als hier. Hier habe ich nämlich nur diesen kleinen Bereich und muss dann drücken. Und dann ist halt das Problem, dass ich mir potenziell die Foundation kaputt machen kann. Einer meiner liebsten Puderbrushes ist übrigens von Luisa, der aus diesem roten Pinselset, der ganz, ganz große, der ist fantastisch fürs gesamte Gesicht. Als nächstes haben wir einen Rouge-Pinsel und der ist ähnlich wie der Multitasker-Brush von der Form her, hat aber zwei abgerundete Seiten. Ich glaube, ihr könnt sehen, hier ist er recht breit und hier ist er dann so ein bisschen schmaler. Die Oberfläche ist recht groß und fühlt sich für den Auftrag von Rouge sehr, sehr gut an. Ich vergleiche auch, mein üblicher Rouge-Pinsel ist so einer, der hat eine etwas. Der hat so eine gerade Fläche und ist von der Seite her recht schmal. Der ist von Stipp Cosmetics. Mag ich sehr gerne, weil er halt sehr präzise das Puder auf einen Punkt aufträgt und dann verblendet. Aber der fühlt sich sehr, sehr weich an. Ich gehe jetzt mal in einen Blush, der recht neu ist. Doch, das kann ich euch schon zeigen. Das ist hier diese Natasha Denona Palette. Die sind ganz, ganz neu. Und hier ist so ein Cream Blush drin. Aber das ist nicht so richtig Cream, sondern das ist eher so Powder Cream Blush. Also ist ganz verrückt. Es fühlt sich nicht cremig an, sondern wirklich wie ein Puder. Ist aber wie ein Cream Blush. Und dafür ist der Pinsel toll. Also ihr seht, ein sehr weich gezeichnetes Ergebnis. Er baut das Produkt recht gut auf. Es liegt natürlich auch so ein bisschen an diesem Produkt hier. Aber der Pinsel gefällt mir sehr, sehr gut. Er ist sehr weich. Man kann damit auf der einen Seite präzise, aber auch sehr diffus arbeiten. Den mag ich sehr, sehr gerne. Wir haben hier einen weiteren Pinsel und das ist ein Highlighter-Brush. Und den finde ich tatsächlich recht unpassend für Highlighter. Der wäre für mich perfekt gewesen im Prinzip für unter den Augen. Selbstverständlich heißt das ja nicht, dass man das nur so machen kann. Ich wollte das aber bei so einer First Impression wirklich so machen, wie es auch auf dem Pinsel steht, um das so fair es geht zu beurteilen. Damit kann ich mir sehr gut vorstellen, Concealer auszublenden, weil er sehr, sehr weich ist. Der hat nicht so eine bestimmte Fläche, ist aber pointiert. Für Highlighter benutze ich sonst eher etwas flachere und etwas präzisere Pinsel, die so ein bisschen weicher sind. Oder beispielsweise diesen hier, der hat oben weniger Haare als unten und aber nicht so eine Spitze und damit kann man auf der einen Seite sehr präzise auftragen, aber dann auch schön verblenden. Wir gehen auch hier in den Highlighter von Natasha Denona, der ist krass, man braucht wirklich nur ein bisschen. Dann blende ich mir das Ganze so ein bisschen aus. Sehr, sehr schön, aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das Ding, was ich halt an diesem Format von Pinseln nicht so mag. Das ist nicht so präzise. Ich bin mittlerweile bei Highlightern eher auf der präzisen Seite und probiere das so ein bisschen nur punktuell aufzusetzen. Und das macht der halt nicht, aber ist okay für Concealer oder für Puder unter den Augen sehr, sehr gut wahrscheinlich. Wir haben noch einen Bronzerpinsel und den finde ich First Impression schon fantastisch. Der ist riesengroß, hat auf beiden Seiten einen recht schmalen Winkel, aber die Oberfläche ist sehr groß und der ist perfekt, um sehr diffus Bronzer aufzutragen. Das mache ich persönlich immer sehr gerne. Der Bronzer ist bei mir immer nicht so punktuell, sondern dadurch, dass meine Foundation halt nicht immer passt, sehr grob. Und ich gehe jetzt einfach hier in diesen Glowish Bronzer mit rein. Er nimmt nicht so viel Produkt auf, aber er, ja, Also den mag ich sehr, 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 sehr gerne von der
von der Haltung her in der Hand und von der Platzierung her. Ihr könnt den ansetzen und dann sehr diffus ausblenden. Für den Preis sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch hier keine Ahnung, wie lange die halten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die so ein gutes Jahr halten und dann entweder sich der Kleber löst oder die Haare. Das ist eigentlich ganz gut. Mag ich gerne. Also das ist ein Top-Ding. Wenn man es ein bisschen präziser mag, ist er vielleicht zu groß. Dann könnte man aber auch den Puderpinsel nehmen. Aber meine Stirn ist ja auch wirklich sehr groß und damit dann einfach so ein bisschen rübergehen. Mega. Wir haben noch zwei Augenpinsel. Ich möchte tatsächlich jetzt nur einen benutzen. Und da haben wir hier den Blenderpinsel. Der ist recht klein, sehr präzise, aber nicht ganz so fluffig vom Gefühl her. Und auch hier nehme ich mir von Natasha Denona die helle Palette und gehe in die Farbe Crease und setze mir den rauf. Das Problem bei den Synthetikern ist immer so ein bisschen, dass sie das Produkt nicht ganz so gut aufnehmen. Sie geben es aber sehr gut ab. Und da muss man halt ein bisschen mehr arbeiten als bei Echthaarpinseln, finde ich, weil ein Echthaarpinsel hat auch eine ganz andere Struktur des Haares. Der ist sehr, sehr präzise. Ein bisschen in die Farbe Transition. Ja, ist mit ein bisschen. Der ist schön klein. Für so Detailarbeit ist der sehr, sehr gut. Oder zum Nase konturieren. Ich benutze meistens diesen hier von Letizia. Das ist ein echter Pinsel, aber der hat einen weicheren Touch, weil der ist auch wieder sehr punktiert und ist gut, um Pigment auf eine Stelle zu geben. Zum Ausblenden ist das dann aber persönlich nicht so gut, weil ihr nicht so weich ausblenden könnt, sondern man müsste den dann abschneiden und dann ist er aber auch zu fest. Das merkt man schon den Unterschied zu so einem großen Pinsel, wo wesentlich mehr Haare drin sind. Wir haben hier ebenfalls einen Packing Brush, der auch recht groß ist, aber wir probieren den mal aus auf der Hand. Ich gehe jetzt hier in den dunklen Ton rein. Er nimmt das Pigment sehr, sehr gut auf. Oh ja, doch, also der ist wirklich gut. Ihr seht, das Pigment ist auf jeden Fall da. Und dann nehmen wir nochmal den anderen und blenden das so ein bisschen aus. Und da seht ihr halt das Problem. Also es geht, aber durch die Form blendet er nicht so weich, sondern ich muss halt direkt von oben im 90-Grad-Winkel hier ran und die Kontur ausblenden. Für Details wunderbar. Für weiche Blends zum wirklich Ausblenden von Transition Shades oder so ist der mir zu klein und hat zu wenig Haare. Und das ist das Full Face nur mit Drogeriepinseln von der Eigenmarke von DM. Das Ergebnis sieht gut aus, aber ich habe so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht und muss sagen, man merkt schon, natürlich merkt man, sonst wäre es halt doof, ein Unterschied zu teureren Pinseln in der Menge von Haaren. Ich bin ein großer Fan, wenn man auf wenig Raum sehr, sehr viele Haare hat, die das Produkt recht weich und recht ebenmäßig verteilen. Mein Favorit aus der Reihe ist tatsächlich dieser Bronzerpinsel, weil er sehr groß ist, weil er sehr weich zeichnet. Vor allen Dingen hier am Hals kann man sehr gut arbeiten. Die Lidschattenpinsel sind mir zu hart für das, was sie sein sollen. Also der Packing Brush ist gut, aber ich habe nicht so kleine Augen und ich kann mir vorstellen, dass der zu groß ist, der Packing Brush ein bisschen und vom Schnitt her gut zum Auftragen auf das gesamte Lid ist. Aber auch da ist es natürlich eine Preisfrage. Ich kann halt nicht von einem 1,99 Pinsel erwarten, dass er das macht wie ein 7 € Pinsel. High-End-Pinsel müssen nicht teuer sein. Die großen Pinsel, die Face Brushes, sind definitiv ihr Geld wert. Kann man also gerne mal ausprobieren. Dennoch muss ich dazu sagen, ich bevorzuge lieber Pinsel, wo ich weiß, dass sie lange halten. Und ich habe das Gefühl, dass die zwar lange halten, aber recht schnell ihre Form verlieren. Da war kein Schutz mit dabei. Aber nochmal, ganz, ganz wichtig, versteht das bitte nicht falsch. Preis-Leistungs-Verhältnis völlig in Ordnung. Wir haben schönes, solides Make-up und so kann ich jetzt rausgehen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wollt ihr, dass ich das Ganze nochmal mit der Rossmann-Eigenmarke mache? Dann lasst es mich wissen. Ansonsten verlinke ich euch unten verschiedene Pinselsets, die ihr gerne mal ausprobieren könnt, die ich auch selber benutze. Oder ihr wartet einfach noch 2 Monate. Dann kriegt ihr eins von mir. Freunde, ich bin ganz gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.